Ja, Freaks, wir sind hier bei LVB in Gifhorn und da gibt es jetzt meine Spindeln. Ja, hier ab zack ins Büro. Hier bei dem unglaublichen Martin Schumann sind wir jetzt hier, um die Spindeln abzuholen. Super. Ja, Freaks, ich habe die neuen Spindeln. Die sehen ganz anders aus als von diesem privaten Typen. Ich bin jetzt so gespannt. Die sind noch nicht eingestellt, aber ich hoffe mal, dass sie so richtig geil jetzt schneiden. Yes! Hallo Spindelmeer-Freaks, der Neue ist aus der Werkstatt. Yes, ich habe meine John Deere-Spindeln zurück. Ah, Hammer, 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 Hammer. Nach Monaten habe ich endlich meine Spindel zurück. Ihr könnt euch mal das Video angucken, wie ich meine John Deere-Spindel komplett zerlegt habe. Bis auf den Rahmen zerlegt, den Rahmen lackieren lassen, Pulver beschichten lassen. Dann habe ich ein neues Untermesser gekauft. Ich kann nochmal zeigen. Hier das neue Untermesser. Dann habe ich die Spindel erst bei einem privaten Rasenmäher-Reparateur schleifen lassen. Das war nicht wirklich erfolgreich. Dazu musste noch das Untermesser geschliffen werden. Das konnte der nicht und ich auch nicht. Also habe ich doch die ganze Spindel jetzt nochmal zum Händler gebracht, zu meinem LVB-Händler, John Deere-Händler. Und der hat die zu einem Golfplatz gebracht und da haben die mir die Spindeln geschliffen. Hat Ewigkeiten gedauert, weil die Schleifmaschine kaputt war. Jetzt sind die Spindeln endlich zurück und jetzt können wir endlich hoffentlich den perfekten Schnitt auch mit den John Deere Spindeln hinkriegen. Ich habe die Spindel noch mal jetzt eingestellt und jetzt checken wir noch mal die Messer. Huch. Ihr habt ja das Video gesehen zu meiner Toro Spindel. Kann ich noch mal einblenden. Toro Spindel. Die Toro-Spindel erstaunt mich wirklich jedes Mal, weil die schneidet irgendwie viel von selbst. Und die John Deere-Spindel war immer ein Problem. Ich habe jetzt alles getan, was ich tun konnte. Lager neu, alle Dichtungen neu, alle Gleitlager neu. Hier seitlich sind die Gleitlagerbuchsen vom Untermesser, weil das ja auch so ein bisschen verdreht. Alles jetzt spielfrei und ich weiß nicht, was ich noch tun kann, um diese Spindel perfekt zu machen. Ja, jetzt machen wir mal einen Check. Ja. Ja, auch guck mal hier, das ist doch, ich werde wahnsinnig. Die schneidet gut. Die schneidet auch gut. Ah, ist nicht schlecht. Es ist jetzt, ich könnte es noch ein ganz bisschen nachstellen. Doch, das ist gut. Ich will ja auch nicht, also es ist so eine Philosophie-Sache. Dreht man das Untermesser so stark an die Spindel ran, dass sie touchiert, dass das Untermesser die Spindel touchiert, oder lässt man so einen ganz leichten Abstand, dann läuft sie natürlich sehr leise. Und das ist jetzt, oh, der ist hier schön, wunderbar. Yes, ja, eine, ja, zwei, drei. Ja, ist gut, ist gut. Es ist grenzwertig. Papier. So schön auf der ganzen Fläche, da schneidet sie gut, da hier schneidet sie gut, da schneidet sie gut. Hier schneidet sie sehr gut, links ist sie noch ein ganz bisschen, könnte ich sie noch ganz leicht nachstellen, hier schneidet sie perfekt. Ja, ist gut eingestellt, macht kaum Geräusche, sehr leise, ist cool. Ja! Ah! Ja, Freaks, jetzt checken wir nochmal die Höhe, die 16 mm. die ich mal eingestellt hatte, weil ja das Untermesser nachgeschliffen wurde, überprüfe ich das nochmal. 16 mm ist eingestellt. Ganz vorsichtig nochmal unterlegen. So. Ja. Nochmal gucken. Nee, hier stimmt's nicht. Ja, passt nicht. Man muss echt aufpassen jetzt. Diese Messer sind jetzt wirklich scharf. Also da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Okay, ist gut. Das ist gut. Gut, ist gut. So.
So. So, fertig. Man kann es auch übertreiben. Man kann es auch übertreiben. Wo ist die 17er da? Festziehen. Gut. Man kann es auch übertreiben. So, Freaks. Ich habe jetzt schon mal den Bügel hier reingesteckt. Alles schön neu lackiert. Hier hängt der Korb drin und da kommt jetzt noch der Halter ran. Der kommt hier so ran und da gibt es so eine Feder und die Feder muss hier rüber gedrückt werden. Ist ein bisschen eng. Die Bisse muss richtig rangepresst werden, weil er sonst gegen den passt nicht. Ey. Okay, jetzt ist es schon frei. Also das ist nicht original hier in Gelb. Das fand ich einfach nur super, das hier zweifarbig zu machen. Das ist jetzt im Original auch grün, glaube ich. Zu meinem John Deere. Also, wenn ich ihn jetzt zusammengebaut habe, dann werde ich ihn natürlich auch wieder erstmal benutzen. Aber wenn mein Toro dann irgendwann fertig ist, dann gibt es den schon öfters angekündigten und leider noch lange auf sich wartenden großen Mähervergleich. Toro gegen Johnny Boy Deere. Also wenn ihr das erleben wollt, müsst ihr mich abonnieren und die Glocke anmachen. Irgendwann gibt es dann das ultimative Vergleichsvideo. Irgendwann kommt dann der Toro Greensmaster 3250D gegen den John Deere 2500. So. Ich schlag den jetzt auch ganz rein. Mir ganz egal. Oh, rutscht schon ganz alleine ganz rein. Ja, krass! Immer wieder gerne erwähnt, Liqui Moly Profi Handschutzpaste erzeugt auf der Haut einen richtig schönen, dichten Film. Und dieser Film verhindert, dass der ganze Dreck, das Fett und das Öl, man hätte sich doch die Hände waschen sollen vorher, dieser Film verhindert, dass man sich die Hände besaut, es sei denn, die sind schon dreckig. Ja, gut, das dazu, könnt ihr mal in der Beschreibung gucken. Liqui Moly ist aber ein gutes Zeug. Das muss ein bisschen antrocknen und dann kann es weitergehen. Als letzten Ex-Freaks müssen wir jetzt noch den Bügel hier anschrauben. Der gehört hier rauf. So, und damit wird die Spindel vorwärts gezogen. Gut, das machen wir jetzt noch und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Okay, du kannst das auch durchfehlen. Und zwar kommt jetzt diese Schraube von innen, dann kommt da noch eine Unterlegscheibe zwischen und ich halte das hier so davor. Du steckst sie jetzt durch die Buchse durch. Genau, an der Seite auch. Kleine Unterlegscheibe. Ja, die halte ich zwischen, zurück, so rund, ja, jetzt, wunderbar, das war's schon, genau, ah. Gut. Cool. Ja, da ist sie dran. Cool. Klein. Groß.
groß, klein. Splint. Zack, mit der neuen. Wunderbar. Durchgebogen. So. Cool. Okay. Das soweit zum Spindelaufbau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, die muss ich noch mal nachkaufen. Die Lagerung hier, die ist noch nicht, die habe ich noch vergessen. Da ist die Abdichtung kaputt, da muss ich ein neues Lager kaufen. Und was fehlt mir noch? Irgendwas war noch. Ach ja, und diese zwei Wellen, das muss ich noch mal zeigen. Sowas findet man dann in seiner Maschine. Völlig ausgelutscht, zusammengeschweißt aus mehreren Teilen. Das muss ich jetzt neu kaufen. Ich meine, das kostet 90 Euro, eine so eine Welle. Aber ich will das Ding hier richtig perfekt wieder aufbauen. Ganz egal. Und wenn ich das mal verkaufe, dann kann ich sagen, das Ding ist wie neu. Wenn ihr noch mal sehen wollt, wie ich diese Spindel auseinandergenommen habe, schaut euch das Video noch mal an. Das ist schon lange, lange her. Viele, viele Schwierigkeiten. Jetzt sind sie fast fertig. Jetzt baue ich noch die letzte Spindel auf. Hier liegt sie schon. Und dann kommt der große Spindelschnitt-Test. Bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Tschüss.